Willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Wir sind stehen geblieben, haben schon mal die erste Hälfte vom Wassereinheiten vernichtet. Und wie ich habe übrigens jetzt meine ganzen Raumschiffe, meine Transportschiffe voll beladen. Wir versuchen zumindest mal eine Basis, ein Lager nach dem anderen zu vernichten, bevor sie uns nerven können. Ja, mal sehen, wie das läuft. Ich hoffe, ganz gut. Ich hoffe, der Alarm wird noch nicht ausgelöst, wenn wir hier diese und diese Nebenbasen schon mal kaputt machen. Das wäre sehr zugutekommen. Sobald wir auf dieser Hauptinsel sind, werden sie uns angreifen und versuchen zu töten. Was ziemlich blöd ist. Oh. Raumschiffe. Macht was. Volle Kanne rein. Na gut, er schießt halt die. Nein, das ist nicht gut. Oh mein Gott. Übertrieben. Einfach nur übertrieben. Eine riesige Düse. Nur übertrieben. Ah, das ist schlecht. Alles in Ordnung? Achtung, alle Systeme online. Initialisierung der Düsenstartsequenz erfolgt. Wir sollten uns beeilen. Die Seas dürfen die Düse nicht zünden. Ich glaube, diese Gebäude haben etwas damit zu tun. Wir müssen schnell dorthin. Es wird bestimmt nicht leicht, all diese Pumpen abzuschalten. Genau. Das war's, Pumpen. Eine Stunde. Nee. 12, 14. 12, 4. Zu weit. 13, 23. Nee. Nein. Das werden wir nicht machen. Noch nicht. Dann werden wir halt erstmal die Marine und ein bisschen die Verteidigung kaputt schießen. Dann machen wir das zuerst. Nein. Bleibt nochmal hier. Am besten ihr geht nochmal hoch. Oh, dann speichert das auch immer wieder. Gut. Geht nochmal da raus. So. Ihr könntet aber trotzdem mal hier hingehen und das Schlachtschiff kaputt machen. Ihr seid Team 1. Und ihr könntet hier auch schon mal irgendwas beschießen. So ist es ja nicht. So, ihr seid Team 3. Und ihr könnt das da kaputt machen. Okay. Team 1 sind... Mann, die sollen alle mal vorwärts gehen. So, wie sieht es mit denen aus? Ist das hier so ein Fischerboot? Das ist ein Trägerschiff, ne? Ein Ding der Natur. Wir müssen sie schwächen. Ihr seid Team 1 und beschießt das. Feuer frei. Genau. Bom. So. Hier oben das Ding ist kaputt. Bunker. Spawnt Einheiten der... Ja, klar. Spawnt Einheiten der Seas. Kommen wir aber nicht dran. Ich kann keine Schwachstelle in ihrer Verteidigung erkennen. Dann nehmen wir sie häppchenweise auseinander und mit den Bunkern fangen wir an. Ja. Die Seas sind ganz schön nervig mit den ganzen Einheiten. So, geht mal weg. Volles Segel! Volles Segel!
Feuer! Jetzt müsste sich eigentlich zu uns drehen. Komm, macht's kaputt. Ihr werdet beschossen. So. Wir zerstören einfach so viel wir können. So, hier müsste eigentlich noch eine Singer-Stellung. Geh kaputt. Können die eigentlich jetzt den Bunker erwischen? Zumindest einen Bunker, den wir zumindest irgendwie abschießen können? Nein. So, ihr geht dahin. Ihr, meine Freunde, ihr werdet, genau, das Ding da kaputt machen. Deshalb geht alles eine ganze Stunde. Eine Stunde lang nur zerstören. Das ist schon viel irgendwie. Wir sind drei Bunker. Dann können wir hier frei uns... Oh je, meine Fresse. Das wird Zeit kosten. So, ihr geht mal vorwärts. Gut. Warte mal, ein Gebäude könnten wir, das hieß eigentlich auch schon zerstören. Also mit denen können wir hier schon mal ein paar Gebäude kaputt machen. Kommt, meine Freunde. Los, Ramböcke. Vorwärts. Ihr müsst die U-Boote weghauen. Hartbad Borg. Ja, es gibt zu, es ist nicht viel los. Wir gehen eigentlich viel taktisch vor. Ist aber auch wichtig. Und das, wie ihr gesehen habt, haben wir das ganze Zeitproblem. Ich bin nicht gerade der Schnellste. Sag ich mal so. Ich sag, wie es ist. Ich bin nicht der Beste, wenn es um Zeit geht. Deswegen bearbeiten wir sie schon mal vorher. Gut, ja, volle Fahrt voraus. Du lässt den mal hier raus. Mit Baronix wäre das jetzt vieles einfacher. Ach, hier haben sie... Nein, nein. Aus irgendwelchen Gründen bewegen sie sich hier nicht. Ich glaube, sie kämpfen da noch gegen diese Stygi-Moloch. Haben noch ein paar Probleme gegen den. Sag mal, Team 1. Was, ihr seid doch Team 1. Wieso reagieren die nicht? So. Ne, wisst ihr was? Ihr greift das da an. Während sie das Trägerschiff zerstören. Wart, oder besser noch auf die Leute. Auch wenn das ein fruchtloser Versuch ist. Nee, so können wir das vergessen. Trotzdem will ich was nachgucken. Komm, mach's kaputt. So. Die Schiffe gehen mal hier hin. Hier sind zwar Steine, aber vielleicht ist da ein Artefakt, da habe ich auch noch nicht nachgeguckt. So. Okay. Ist aber, wissen wir wenigstens, wo die überall sind. So, hier sind nur Steine. So, hier. Wow. Kasernen. Was haben wir die hier? Eine Kaserne, Maschinenver. Okay. Sie haben doch schon einiges. Der Kohle in den Kessel. Volles Siegel.
Was gibt's denn hier noch? Hier haben sie noch ein paar Verteidigung. Was ist sie? Hier sind diese einzelnen Punkte. Und hier oben haben sie noch Basen. So wie das aussieht. Also vier Basen. Einmal hier, einmal da. Hm. Wir müssen versuchen, zumindest die ersten beiden unter den 20 Minuten kaputt zu machen. Oh, wie sieht's denn hier aus? Ja, die kommen wenigstens ganz gut klar. Jo. Jo. Hier sind noch mehr Kisten. Okay, vielleicht kann ich die Kisten auch noch mal einsammeln. Ich werde zumindest versuchen. So, ihr müsst das kaputt machen. Zumindest versuchen. Da sind ein paar Kisten. Ich werde versuchen, die mal einzusammeln. Zumindest ist da oben eine Kiste und hier unten. Was bringt die nochmal? Mehr Schädel. Ich glaube, das mit dem Schädel ist eigentlich auch ganz sinnvoll, aber. Ich kann, glaube ich, damit leben. Renn mal hier runter. Du bist der mit dem Speer. Du schmeißt ihn raus. Schmeiß ihn raus. Achso, schon draußen. Gut. Hätten wir schon mal das da? Du gehst dann hoch. Und du beladest den. Man kann es ja mal versuchen. Ich würde mal sagen, das speichern wir auch. Man muss es versuchen. Eine Wehrspinne. Ah, Nikolai. Was ist so? Nein, wie seid ihr? Aha. Egal. So, wie sieht es mit euch aus? Ihr könnt den kaputt machen. Dann kann ich auch den hier dann gleich kaputt machen lassen. Zumindest können wir noch ein paar Abwehrverteidigungen kaputt machen. Ich hoffe, ich kann die Artefakte einsammeln. Dann hätte ich noch mehr, um mich zu verstärken. Zerstört das! Mann, die sind aber ziemlich gut. Diese Trägerschiffe gelten wohl als... Ja. Das ist ein Gebäude, ein fahrendes Gebäude, ne? So wie diese schwimmernde Zentrale oder sowas. So, gut. Nochmal speichern. So, jetzt versucht ihr das mal wegzumachen. Hier oben ist eigentlich auch eine Tür gewesen. Kommt ihr eigentlich da dran? Da können wir die auch nochmal gleich kaputt machen, wo wir schon dabei sind. Ja, zumindest kommen die dran. Kommen die hier irgendwo hoch? Ja. Hier stehen eigentlich auch diese voll starken Executor MK2. Ja. Muss man mit voller Wucht reinbrechen. Ich glaube, Nikolai werden wir ja mitnehmen. Was ich noch weiß, hier oben gibt es zwei Artilleriestellungen. Die können wir aber mit Jackpack-Kriegern vernichten. Und davon bauen wir erstmal gerade welche. Waffenschmiede hier. Jackpack-Krieger, mindestens 5 Stück. Sollten ausreichen. Okay. Der ist noch nicht draußen. Und nochmal speichern. Mal gucken. Also der. Nee, kommt der nicht. Verdammt. Die Zeit beginnt dann automatisch. Okay.
das sind so wichtige Artefakte. Das stört mich. Die Zeit beginnt da automatisch. Kann ich die nicht einfach so rausschmeißen? Na gut, dann fahren wir mal zurück. Was sind das für Artefakte? Erhöht Treffen. Nein, das brauche ich nicht. Was ist hier für ein Artefakt? Ja, okay. Schiff habe ich hier gerade alle verwendet. Komm, macht's kaputt. Es sind immer viel. Egal. Dann zerstören wir einfach nochmal die drei Dinger hier, dann haben wir es. Ne, warte mal. 20 bis 60, 45. Ah, okay, die schließen wirklich weiter. Die zwei Artefakte da oben brauchen wir nicht. Aber mehr Schädel. Ich versuche das mal nochmal zu kriegen mit dem Arbeitsmammut. Das kann ich auch, glaube ich, auch ohne euch machen. So spannend wird das jetzt nicht sein. Arbeitsmammut. Die können ja diese Holz schön kaputt machen. Daher können wir das auch ganz gut mitnehmen. Können wir, alle Schiffe sind schon mal weg. Dann muss ich nochmal nur alle neuen Teams zuordnen und dann müssen wir überlegen, wie wir vorgehen. Jetzt einfach nur sagen wir, ich würde sagen, wir gehen hier rum und versuchen da durch diese Basis reinzuplatzen. Das ist der Plan. Versuchen wir hier alles kaputt zu machen. Und ungefähr da wird die erste Armee tot sein. Dann dürften wir hoffentlich nur noch 30 Minuten haben. Also wenn das alles nach Plan läuft. Oh, hier ist ja der MK. Vielleicht können wir die ein bisschen aufmischen. Dass sie irgendwie alle ganz verstreut sind und dass wir zumindest die mächtigsten Einheiten von denen zerstören können, bevor sie irgendwas Blödes bauen. Was? Nikolai, du bist so erschlagen. Geh mal dahin. Nikolai wird uns auch, glaube ich, auch mal in der Schlacht mithelfen. Denn die können diese. Der kann diese ganzen Maschinen kaputt machen, wie diese MK2 Executor. Dürfte uns einiges vom Vorteil gereichen. Okay. Wir könnten eigentlich auch hier aussteigen. Hier hochgehen. Und vielleicht hier. Ne, wir müssen es. Egal, wir machen zerstören trotzdem erst die beiden Nebenbasen. Denn da werden, glaube ich, unendlich viele Einheiten rauskommen. Die uns nerven werden. Ich kann mich jetzt täuschen, aber ich glaube, die Zeit hört auf, wenn wir hier die Teile kaputt gemacht haben. Also erobert haben. Dann wird eben wieder die Zeit langsamer oder es hört auf zu schlagen. Steht das eigentlich auch hier drin? Der Kern des Problems. Bringen Sie Bela Concealer in den Krater. Das Tor des Krater Lavalova. Wir müssen einen Weg finden. Freisprechen und besiegen Sie Layton. Löschen Sie ein Basisziel. Besiegen Sie alle Arbeiter. Positionieren und vernichten. Die Trägerschiffe müssen ebenfalls zerstört werden. Okay. Trägerschiffe haben wir schon alle kaputt gemacht. Was ist hier? Ein Stahlwerk. Das können wir, glaube ich, auch schon mal kaputt machen. Ich meine, wenn wir das können. Nein. Von wo ist das letzte Mal? 12.18, 12.31. Laden wir das nochmal nach. Okay, die Zeit ist um. Ich würde mal sagen, ich besorge noch das eine Artefakt. Und dann müssen wir wohl angreifen. Ich meine, mehr hinauszögern kann ich es nicht. Ich zerstöre noch mal ein bisschen noch was gerade. Ja, ich muss hier wieder ein bisschen nachzerstören. Na gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Parabolt. Bis dann und ade.